Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Wir haben schon den neuen Morgen gestartet. Ich mache die Kinder jetzt erstmal schnell fertig für die Schule, damit die hoffentlich heute mal in Uniform aufbrechen können. Und danach gucken wir mal, was wir mit der lieben Lea alles so anstellen. So, Hausaufgaben sind alle gemacht. Du badest... Oh... Nora, ich bin begeistert. Du badest... Oder auch nicht. Gut, dann funktioniert es eben nicht. Eigentlich solltest du ein bisschen Fernsehen gucken. Genau. Du brauchst ein bisschen Spaß. Guck mal, du kannst danach mal ein bisschen was wegwerfen. Lea schläft gerade noch. Und wir werfen hier mal ein bisschen was weg. Der Kuchen kommt auch weg, sonst gehen die alle noch mehr auseinander. Die Kinder sind ja außer Rand und Band, wie immer. Sehr schön. Okay, 8 Uhr, zieht ihr heute bitte eure Schuluniform an. Ich spule mal vor. Es ist 8 Uhr in 4, 3, 2, 1... Ja. Zeig dich her. Oh, mit Schleifchen. Was ist denn hier gerade passiert? Es war gerade noch braun, jetzt ist es blau. Ich verstehe es nicht. Wir haben Schuluniformen. Okay, du hast deine Schuluniform an. Du darfst losgehen. Du hast einen Schlafanzug an. Hallo, du hast deinen Schlafanzug an. Entschuldige bitte. Jetzt, oh, in Rot? Das dauert heute aber ein bisschen. Wie sehen die anderen aus? Er duscht noch. Hallöchen. Du, wie siehst du aus? Verändert sich die Farbe auch nochmal? Hä? Nee, ich verstehe das nicht. Du hör mal auf zu duschen, dich will ich auch gleich noch sehen. Du bist schon weg, du hast was Weißes oben, du hast... Also, es war zuerst braun mit einer goldenen Schleife. Dann war es blau mit einer roten Schleife, jetzt ist es schwarz mit einer hellblauen Schleife. Wie oft genau wechselt sie jetzt ihre Uniform? Mal sehen, ob das bei ihm jetzt auch passiert. Huch, nein. Dennis Kerstens, was ist hier los? Ganz genau, so geht's mir auch gerade. Ab zur Schule. Du bist krank? Hat er gerade gehustet? Hallo, gehst du bitte zur Schule? Hör mal. Ist der Blauet an. Ich verstehe es nicht. Lea, was machst du jetzt? Du räumst auf, das ist aber lobenswert. Heute ist nicht Montag, was ist denn bitte in der Post? Geh mal an den Briefkasten. Dann kümmern wir uns noch schnell um unseren Garten. Sehr löblich, Lea, sehr löblich. Mach doch mal einen Mega-Verkauf. Können wir hier schon was düngen? Düngen, düngen, düngen. Ja, das machen wir auch gleich. So, was haben wir hier für einen Brief? Wir haben Gemüsesamen bekommen. Warum? Von wem? Lea, wo bist du? Ach, da. Okay. Du düngst jetzt mal bitte diese Blümchen. Oh,
fröhlich Kind sein. Nein. Düng trotzdem erstmal hier. Lea, du sollst hier düngen. Mein Kind. Oh, 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 scheiße. Iss, mein Kind, iss. Esst mal bitte alle nicht, dass ihr mir noch weggenommen werdet. Naja, ich sehe ja schon zu, dass meine Kinder was zu essen kriegen. So. Wir haben 420 Tantiemen bekommen. Sehr schön. Jetzt ruft hier auch wieder jemand an. Florong. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Hatte Lea Geburtstag? Ihr Baby, Sayaga. Na. Badest du jetzt dein Kind? Ja. Dann warte ich noch kurz, bevor wir uns um den restlichen Garten kümmern. Wer ruft denn hier schon wieder an? Toilettensandwich. Wir haben Dennis Carsten heute erwischt, wie er in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Deswegen rufen wir jetzt an. Ich verstehe das Problem nicht. Wenn man Hunger hat, dann muss man essen. Ausgezeichnetes Zeitmanagement. Ganz genau. Bloß keine Zeit in der Schule verschwenden. Nein, Leute. Wenn man Hunger hat, dann muss man essen. So ist das. Was für eine Frage. Oh, wir haben jetzt Ohrhörer im Inventar. Wem habe ich denn das zu verdanken? Schwarze Ohrhörer. Benutze sie, um dich dem absoluten Musikgenuss hinzugeben. Oder lass dich berieseln, während du andere Tätigkeiten nachgehst. Ernsthaft? Wir machen mal eine Berieselung. Jetzt sprich doch noch mal mit Meister Eder. Darf ich den... Guck mal, plaudern mit ihm. Ein lockeres Geplauder. Über Vögel reden. Ein Erntewitz erzählen. Nisse Lea schaltet hier ihre Kinder ab. Die hört jetzt schön Musik. Kind tanzt. Wenn ich jetzt zum anderen schalte, dann ist die Musik aus. Und hier? Herrlich, ey. Wappen. Fibachi. Ja, Fispar. So, dann mach doch mal einen Mega-Verkauf. Dann quatschen wir noch mal ein bisschen mit ihm. Oh. Ganz viel Kohle. Oh. Oh. Wir wollen ihn nicht in Frage stellen. Hör mal, was ist da mit diesem Telefon los? Nee. Kann ich das hier stumm schalten? Sehr schön. Hallo, was machst du denn hier, kleiner Mann? Hast du nichts zu tun? Spiel mal mit den Pilzen. War da gerade nach Gartentipps fragen? Wieder lacht. Habe ich den jetzt langsam hier drin? In den Taschen nach Samen suchen und da glitzert da hinten was. Nee, spiel mal nicht mit den Pilzen, ist blöd. Was war das? Hier hat doch irgendwas da, blinkt was. Nein, hier. Weiterentwickeln.
Okay, kannst du den Garten pflegen? Mach mal. So, alles fertig, möchte ich meinen. Dann steck dir noch mal was in die Backen, Lea. Es klopft, hallo? Boah, du bist so ein... Jetzt wollte ich schon Spanner sagen, nein. Also wirklich, du stalkst mich. Hau ab. Lass mich und meine Kinder in Ruhe. Wir möchten ein gesellschaftliches Ereignis planen. Jetzt geht ihr einfach in meine Wohnung rein. Du! Schade. Wir machen eine Bergtour. Bergführer. Und ihr werdet nicht erraten, wen wir mitnehmen. Den Florent. Eine Bergtour mit dem Ex. Da sind wir mit unserem lieben Florent. Hallo. Du siehst aber gut aus heute. Verschöner ihm mal den Tag. Führt mal eine tiefgründige Unterhaltung, während ich gucke, was wir hier machen müssen. So, versammle Teilnehmer der Bergtour in der Nähe der Wanderkartenmarkierung an der Spitze der Kletterroute. Lasse ein Sim eine beliebige Übung ausführen, damit er sich aufwärmt. Okay. Wo muss ich mich versammeln? Versammle Teilnehmer der Bergtour in der Nähe der Wanderkartenmarkierung an der Spitze der Kletterroute. An der Spitze der Kletterroute. Wo ist denn die Spitze der Kletterroute? Wo muss ich hin? Bitte hilf mir jemand. Nach diesem Briefkasten. Okay, die Spitze der Kletterroute. Dann fahren wir doch jetzt mal mit der Gondel hier hoch. So, dann gehen wir doch jetzt mal zusammen hier nach oben. Lea, Florent, seid ihr bereit? Hätte ich noch was kaufen müssen? Ich weiß es nicht. Oh! So, Kletterbereitschaft des Bergführers prüfen. Das können wir nicht machen, weil ich bin der eigene Bergführer. Achso, ich kann mich selbst überprüfen, das ist aber schön. Genau, Lea, überprüf dich mal selbst. Die Schule ist aus. Oh oh. Eine Steinwand erklimmen. Das schaffen wir doch überhaupt nicht ohne. Das wird doch nix. Amelie Elsie ist für heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note, das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Raum für Verbesserung gäbe. Wie lange soll denn das hier dauern? Florent, komm mal ran auf den Meter. Können wir nicht zusammen da hochgehen? Siehste, Florent macht's vor. So Leute, guckt es euch an. Ups. Lea, machst du gleich nach, ne? Wie der da hochsprintet. Go, Florent. Go, Florent. Go. Let's go. Yay, jetzt geschafft. Krass. Okay, Florent ist oben. Lea, wie kommst denn du jetzt hier hoch? Och nö, jetzt schafft sie das nicht. Warum hat er das bitte geschafft und sie nicht? Florent und Lea sind soeben gute Freunde geworden. Ist das schön. Aber ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin falsch.
Habe ich schon wieder alles weit gemacht. Eine Steinwand erklimmen. Dann nehmen wir doch, es gibt doch noch so eine Anfängersteinwand. Wo ist denn die? War die hier irgendwo? Da ist sie doch. Dann haben wir wenigstens noch Silber erreicht, Lea. Kletter doch mal bitte ganz schnell hier hoch, Lea. Lea muss auch auf Klo. Komm, dann machen wir noch die eine Steinwand hier. Oh, ich sitze ein bisschen blöd. Levelaufstieg. So geht das doch, Lea. Hör mal. Das sieht doch wunderbärchen aus. Guck mal an. Ist das jetzt hier erreicht? Naja, wir gehen mal nach Hause. Wir können nicht, weil wir das Event nicht beendet haben. Na toll. Ich habe doch gerade eine Steinwand erklommen. So, Florent ist weg. Ist mal wieder das reinste Desaster hier. Na toll. Dann beenden wir doch mal bitte die Bergtour. Ja, wir beenden das jetzt vorzeitig. Alle hatten sich auf den Aufstieg gefreut. Nach dieser Pleite wartest du besser einen Moment, bis die Wogen sich geglättet haben. Ja, Lea, ab nach Hause. Hallo, welche Farben habt ihr jetzt an? Lea, du musst ganz schnell auf Klöchen. Du musst ganz schnell was essen. Guck mal, da liegt noch was. Du musst ganz fix mal deine Hausaufgaben machen. Wer bist du? Ach so, du bist mein Kind. Du machst auch deine Hausaufgaben. Du machst auch deine Hausaufgaben. Du machst bitte auch deine Hausaufgaben. Kinder, nehmt euch eine Portion Gemüse. Okidoki. So, Lea, wie steht denn jetzt deine Beziehung zu Florent? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf Klo gehen? Ich verstehe das immer nicht. Zeig doch mal das Profil. Einfach nur gute Freunde. Da haben wir's. Lea, kannst du mal was backen, bitte? Kochen. Einmal Macaroni mit Käse für alle. So, und dann braucht sie mal ein bisschen Spaß. Also hätten wir vielleicht mit Florent noch in die heißen Quellen gehen müssen. Okay, Lea geht es gut. Das heißt, Lea wird jetzt gleich nochmal ein Buch schreiben. Mach doch mal ein Kinderbuch. Mit Kindern dürftest du dich doch auskennen, ha? Warum glitzerst du, Lea? Warum glänzt sie? Weil sie inspiriert ist? Oh, das steht hier auf unserer Liste, ne? Yes, eine Stunde schreiben, wenn inspiriert und zwei Bücher schreiben. Das schaffen wir heute noch. Das schaffen wir heute noch. Sehr schön. So. Diese Kinder machen mich wahnsinnig. Okay, ich schicke jetzt mal kurz alle Kinder ins Bett. Das ist mir hier zu wild. Mann. Guckt euch das bitte an. Guckt euch dieses Haus an, wie das aussieht. Lea sitzt hier friedlich und schreibt und die Kinder nehmen die ganze Bude auseinander. Mann. Hier liegt schon wieder das ganze Gemüse rum. Ach nee. So, es ist 23 Uhr. Ihr guckt euch einen Horrorfilm an. Wer läuft hier draußen? Mein Kind rennt hier draußen rum. Herrenlos. Du sollst ins Bett gehen. Dein Bett ist da oben. Was geschieht hier heute in diesem Spiel? Guckt euch das bitte an. Florent ist aus dem... Florent kommt gerade vom Berg runter. Völlig tiefgefroren. Herrlich. So, tschüss, Florent. Hä, ja, der latscht... Was? Was passiert hier gerade? Schule ist doof.
Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? In der Schule lernst du wichtige Dinge. Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein. Werde erst erwachsen. Oh, das finde ich ja süß. Werde erst erwachsen, wenn es nötig ist. Souffleron, komm doch mal rein. Nee, warte, du kannst mal hier dein. Das ist doch dein Vater. Das ist doch dein Vater. Begrüß den doch mal. Hallo. Wie steht denn eigentlich eure Beziehung? Oh, die sieht aber gut aus. Oh, Respekt zeigen? Steht jetzt nicht mehr da. Ach süß, die beiden. Über unfaires Leben jammern. Jammer mal. Hol dich mal bei deinem Vater aus. Oh, die Sonne scheint gerade. Das sieht aber ein bisschen komisch aus hier. Oh, that's a May. Bipasova, Yabos, Oskina, Varric, Abinor. Wanji? Loxwin. Oh, fei. Chimayev. Na los, geh schlafen. So, Lea, ist das Buch fertig? Noch nicht. Florent, du darfst bitte sauber machen. So ist richtig, Florent. Dankeschön. Danke. Da oben weinen die Kinder. So, Lea, du schreibst jetzt noch schnell das Buch zu Ende. Los. Ja, Meilenstein erreicht. Und jetzt unterhalte ich mal mit. Nee, lass mal Florent kurz machen, der räumt auf. Das ist immer sehr gut. Ach, wie süß. Jetzt setzen sie sich hier an den Tisch. Oh. Frag ihn mal nach seinem Tag. Oben auf dem Berg, stundenlang wartend auf dich. Florent ist arbeitslos. Na toll. Soy, Larkum. Exenoi Sons? Was? Vor Gefahren von Betten warnen. Was? Ey Leute, wie viel Geld haben wir denn gerade? Wo kommt denn das ganze Geld her? Skibs Zabula, hä? Dodeweb. Parsakon. Ach süß, irgendwie mag ich die beiden zusammen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. So, macht mal noch eine tiefgründige Unterhaltung, Lea. Dann gehst du schlafen. Und dann würde ich auch diesen Part hier beenden. Es ist schon 3 Uhr nachts. Oh, weia. So, im nächsten Part gibt es wieder 2 Geburtstage. Und dann haben wir auch erstmal ein bisschen Ruhe. Naja, oder auch nicht. Oh, dann haben wir das den Liebestag. So, ihr Lieben, dann würde ich an dieser Stelle auch den Part beenden. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Montag. Macht's gut. Tschüss. Aber auch das Größte kann dein Herz in Stein verwandeln.